Familienunternehmen haben wirklich eine riesige Besonderheit. Und diese Besonderheit ist die Verbindung von der Familie zum Unternehmen und die Verbindung unter den Familienmitgliedern. Ja, als Mitarbeiter in einem Familienunternehmen bekommt man diese Dynamiken natürlich mit. Die Mitarbeiter haben sich meistens schon daran gewöhnt, schätzen das auch. Aber wenn es zu Konflikten kommt, leiden auch die Mitarbeiter. Brüderkonflikte, Schwesternkonflikte, ja eigentlich alles, was man in einer Familie findet, findet man dann im Familienunternehmen auch. Also was man schon sagen kann in Familienunternehmen, dass die Identifikation mit der Familie typischerweise einen ziemlichen Unterschied macht. Man kann vielleicht sogar sagen, die Leute suchen Idole und haben gern Identifikationsfiguren. Und ich sage mal, so ein gestandener Unternehmer, der kann da schon mal natürlich auch für Motivation und Begeisterung sorgen und auch die Mitarbeiter entsprechend natürlich mitreißen. Also wenn man jetzt nach dem Erfolg von Familienunternehmen gegenüber Nicht-Familienunternehmen fragt, gibt es teilweise schon Untersuchungen, die das bestätigen. Also wenn man jetzt die Mitarbeiterzahlentwicklung und so weiter nimmt, es gibt auch einen Index, der letztendlich die größten deutschen Familienunternehmen repräsentiert, der GEX. Aus den Studien weiß man, dass Familienunternehmer größere oder Unternehmen größere Wachstumsraten haben. Sind sie erfolgreicher? Sie sind erfolgreich, würde ich sagen. Man wird da hineingeboren und von Anfang an ist so irgendwo die ungeschriebene Geschichte, du wirst einmal ins Unternehmen gehen. Die Väter, die Mütter, die ihre Kinder ins Unternehmen ziehen, wünschen sich natürlich, dass es weitergehen soll und das soll halt über die Kinder weitergehen. Und es hat auch sehr, sehr schöne Seiten. Also wenn man gemeinsame Erfolge hat, dann ja, gibt es nichts Schöneres, als irgendwie Weihnachten oder andere Feste zu feiern und über diese Erfolge glücklich gemeinsam ja, anzustoßen. Herausfordernd ist natürlich auch für ein Familienmitglied, wenn es entscheidet, es möchte aus diesem Familienunternehmen herausgehen. In einem normalen Unternehmen kann man kündigen und man geht, aber als Familienmitglied kann man nicht kündigen. Ja, wir untersuchen ja schon seit einigen Jahren mit diversen Universitäten die Unterschiede jetzt. Also wie fühlt sich's an zu arbeiten im Familienunternehmen versus Nicht-Familienunternehmen? Also das Arbeitsumfeld ist stark geprägt von stärkerer Eigenverantwortung. Auch heutzutage bei Talenten immer wichtiger wird so das Thema Arbeitsumfeld, Kollegenumfeld, auch Themen wie Nachhaltigkeit, Sustainability, Ethik und so weiter. Und dort schneiden die Familienunternehmen deutlich besser ab als die Nicht-Familienunternehmen. Es gibt die schnellen Entscheidungswege, es gibt auch die familiäre Atmosphäre, es gibt eine Geschichte hinter dem Unternehmen und es gibt jemanden, für den man arbeitet. Also die erste große Herausforderung ist es, im Familienunternehmen sich für einen Nachfolger zu entscheiden. Und wenn dann eben dieser Nachfolger feststellt, ist die zweite große Problematik eben das Loslassen. Hier ist natürlich die größte Schwierigkeit, also wenn wir jetzt von der Familiennachfolge innerhalb der Familie sprechen, wer fragt zuerst, ist das sozusagen jetzt der Nachfolger oder die Nachfolgerin oder ist das der Unternehmer, wo man sozusagen dann oft jahrelang nebeneinander herarbeitet, ja, der Nachfolger oder die Nachfolgerin weiß im Prinzip nicht wirklich, wer ich ist. Ja, das ist natürlich so eine Sache, die in der Praxis sehr häufig zu sehen ist. Zweites Thema dabei, so die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, insbesondere wenn ich jetzt so eine Firma von einem patriarchalischen Unternehmer geführt wird, der die Firma vielleicht auch gegründet hat und über Jahrzehnte aufgebaut hat und die Kinder oder das betreffende Kind vielleicht auch in der Firma sichtbar war und bei den Mitarbeitern, gerade bei den älter Gedienten, natürlich, sage ich mal, als kleiner Junge oder kleines Mädchen in der Firma rumgesprungen ist und jetzt plötzlich der Chef werden soll. Also in der Begleitung einer Nachfolgesituation geht es meistens darum, zu alte Muster bewusst zu machen und diese dann auch zu entlernen.
Es geht auch darum, Zukunftsvisionen für denjenigen, der übergeben hat, zu entwickeln, dass der ein Bild von sich hat in einer neuen Aufgabe. Das Thema Nachfolge wird sehr gerne auf die lange Bank geschoben.